Wir möchten hier diese Brüche in Prozente ausdrücken, diesen Prozentsatz in einem Bruch ausdrücken und diese Prozente berechnen. Beginnen wir mit 4 Fünftel. 4 Fünftel ist dasselbe wie 4 Fünftel um 20 erweitert. Das heißt, bei diesem Bruch multiplizieren wir unten und oben mit 20. Warum? Weil wir dann als Nenner Hundertstel haben und wir lesen 80 auf 100 oder auch 80 pro Cent. 4 Fünftel ist also genau dasselbe wie 80%. Schauen wir bei diesem Bruch. 4 Achtel, den Bruch kann man kürzen, das macht ein halbes. Wenn wir diesen Bruch um 50 erweitern, dann haben wir als Nenner wieder 100. Somit finden wir also 50 auf 100, auch gelesen 50 pro Cent. Natürlich ist ein halbes dasselbe wie 50%. Jetzt hier. Hier ist es nicht mehr so einfach, an Hundertstel zu gelangen. Wir können das trotzdem schaffen, indem wir einen großen Bruch daraus bilden. Wir setzen also 5 Sechstel auf 1 und multiplizieren dann oben und unten mit 100. So haben wir auch 100 als Nenner gefunden. Und so brauchen wir nur noch 500 durch 6 zu teilen. Das ergibt 83,3 Periode. Also haben wir hier 83,3 Periode pro Cent. So geschrieben. Bei 2 Drittel machen wir genau dasselbe. Wir machen einen großen Bruch draus und multiplizieren oben und unten mit 100. Somit erhalten wir also 200 geteilt durch 3 pro Cent. Das heißt 66,6 Periode pro Cent. Prozente in einen Bruch verwandeln, das ist etwas einfacher. Natürlich sind 65% 65 Hundertstel. Und diesen Bruch kann man noch kürzen und findet 13 Zwanzigstel. Hier rechnen wir 25% von 700. Das heißt, wir rechnen 25 pro Cent von 700. 700 geteilt durch 100, das macht 7. Und 25 mal 7, das macht 175. 25% von 700. Das macht also 175. Hier rechnen wir 75% von 800. Wir machen genau dieselbe Rechnung. 75% schreiben wir 75 pro Cent. Das von übertragen wir als Malpunkt. Und somit rechnen wir 75 Hundertstel mal 800. Und 75 mal 8, das macht 600. Hier rechnen wir 6% von 1000. Also rechnen wir 6% von 1000 und das macht 60. 21% von 4800 wird so gerechnet. 21% von 4800. 4800 geteilt durch 100, das macht 48. Und 21 mal 48, das macht 1008. 19% von 50 wird genauso gerechnet. 19% von 50. Die 100 können wir mit der 50 kürzen und erhalten so 19 halbe. Und 19 halbe, das macht 9,5.